Lauf 10.000 Schritte am Tag, haben Sie gesagt. Macht Freude, haben Sie gesagt. Herzlich willkommen zum Vlog 5 Millionen Schritte, in dem ich mich heute in die Friedberger Anlage hier ganz inmitten der Frankfurter City gerettet habe. Man sieht es, Wasser von oben, Matsch von unten, beste Bedingungen also, um 10.000 Schritte im Freien zu verbringen. Herzlich willkommen auch zu der Vlog-Ausgabe, die nach der 400-Tage-Grenze liegt. Es sind weniger als 100 Tage noch, die dieses Projekt turnusmäßig dauert. Insofern geht es auf die Zielgerade, auf den Endspurt der 5 Millionen Schritte. Das ja mit Sicherheit auch nochmal ein netter Meilenstein auf meiner Reise hin zu den sagenumwobenen 5 Millionen Schritten. Ihr wisst, das ist mein intrinsisches Projekt, bei dem es darum geht, möglichst an jedem Tag in 500 aufeinanderfolgenden Tagen 10.000 Schritte zu laufen und somit auf die Gesamtsumme von 5 Millionen Schritten zu kommen. Ja, schnell aus dem Bild hier raus. Brav. Weihnachten ist überstanden. Ich wollte mich eigentlich vor Weihnachten nochmal bei euch melden. Es hat dann aber im Weihnachtstrubel nicht mehr ganz so geklappt. Nichtsdestoweniger habe ich es jetzt geschafft, vor dem Jahreswechsel nochmal Hallo zu sagen und hier in die Kamera zu sprechen. Ich darf euch jetzt schon mal von Herzen ein wunderbares Jahr 2021 wünschen. Bleibt bitte gesund, das ist das Allerwichtigste. Rutscht gut rüber und auf dass ihr viele mental stabile Momente erleben mögen werdet im nächsten Jahr. Seit Tagen schon ein Wetter, das so gar nicht danach schreit, sich ins Freie zu begeben und seine 10.000 Schritte zu laufen. Nichtsdestoweniger, ich bin eisern und lasse die Serie jetzt kurz vor Ziel auch nicht abreißen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig, was mich in diesen Tagen so sonderlich umtreibt, außer die Frage, was wird wohl dieses kommende Jahr bringen? Das wissen wir alle nicht, wir lassen uns überraschen, stecken mitten in der Coronavirus-Pandemie und lassen einfach auf uns zukommen, was auch immer das Leben uns so in die Bahn werfen wird. Abschließend, und dann soll es mit dieser kleinen Botschaft heute auch gewesen sein, darf ich mich ganz, ganz herzlich bei allen meinen Lieben bedanken. Ihr habt es vielleicht auf meinem Instagram-Account gesehen. Viele Menschen, die mir sehr, sehr wichtig waren, haben mir die Gelegenheit geschenkt, digital in Kontakt zu bleiben, haben die Möglichkeit genutzt, mit mir zu zoomen, zu skypen, zu teamen und welche Videokonferenzsoftwares es da draußen noch so alles geben mag. Vielen herzlichen Dank dafür. Auch beruflich haben wir wahnsinnig viel die Videotelefonie genutzt. Und ja, es war ein spannendes Jahr mit vielen neuen digitalen Erfahrungen und Herausforderungen. Ich bin froh, dass ich mich dem gestellt habe, bin froh, dass ich davon auch mental profitiert habe, von der Ruhe, von dem in sich gekehrt sein und auch von der physischen Distanz, wenngleich auch nicht der sozialen Distanz. Ja, und darf mich ganz, ganz herzlich bei allen euch bedanken, die ihr dieses Projekt verfolgt und mir die Daumen drückt. Wie immer, liked gerne diesen Kanal, abonniert das. Hier unten bitte den Like-Knopf drücken auf dem Video. Und ich würde sagen, bis 2021, bin hier in der Maskenzone, ich muss auch die Maske wieder aufsetzen. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen bei den 5 Millionen Schritten. Was ein Schiebwetter.